Jetzt ist es seit rund einer Woche Gesetz. Das Nichtraucherschutzgesetz. Nicht jeder ist damit glücklich, vor allen Dingen die Wirte jammern. Einige Nichtraucher freuen sich. Letztlich hat jeder seine eigene Methode, mit der neuen Lage umzugehen. Für die Raucher ist es halt ein bisschen scheiße, weil die immer zumindest im Winter rausgehen müssen und es ist arschkalt oder so. Das ist schon ein Nachteil für die, aber man wird das immer schon machen. Ja, es sind so wenig am, eigentlich die Rauchen, am Tag wird wenig geraucht und nachts bin ich nicht da. Ja, ich bin heute wieder seit ca. 8 Wochen in der Wirtschaft und ich finde es sehr angenehm, dass hier rauchfrei ist und dass man nicht heimkommt und alles wieder gewaschen werden muss und dergleichen. Aber ein Raucher hat sich gerade verabschiedet, der ist jetzt rausgegangen, der muss jetzt draußen rauchen. Ja, ich finde es total gut, weil ich bin zum Beispiel in der Bedienung und muss man sich nicht jedes Mal umziehen, neue Sachen anziehen und ich meine, die Raucher gehen raus und ich glaube, das wird auch ganz gut angenommen, auch in den anderen Lokalen. Meinetwegen könnten sie weiter rauchen, ich habe nichts dagegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das erste Wochenende war natürlich, die Luft ist angenehm, aber der Umsatz war leider nur die Hälfte. Das muss aber nicht unbedingt am Rauchverbot liegen, weil am Silvester und die Ticketkarte im Kammelsdorf, das ist auch mal weniger. Mehr kann man noch nicht sagen. Das ist jetzt auch nicht, aber also es regt sich keiner großartig auf, gegen alle raus zum Rauchen. Also zu dem Thema Rauchen kann ich wenig dazu beitragen. Ich habe mit 15 aufgehört. Ich sage ja, ich krieg Einbußen und dann kriege ich Einbußen. Das ist ja ganz klar. Das hat ja immer mit der Einstellung zu tun. Ja? Aber die Resonanz der Nichtraucher, die wo kommen sollten, die sind nicht gekommen. Also in diesem Sinne. Die wo so groß den Mund aufgerissen haben. Ne? Wir Nichtraucher und. Ne? Sollen die mal was machen? Die wollten sie ja so.